So, ja, Arschgeigen. War's das? Das ist aber auch mal gut. Ach, da wäre sogar noch ein Loch gewesen. Habe ich nur nicht gesehen. So, haben wir jetzt alle? Anscheinend. Aber da hinten waren noch Kisten. Moment, wir kommen sofort. Ja, Lara steht gern auf Kisten. Das wussten wir schon. Dankeschön. Teil Kipplaufflinte. Was ist daran so toll an einer Kipplaufflinte? Wenn der Lauf im falschen Moment kippt, dann hast du ein Problem, oder? Entschuldigung. Der war schlecht. Ja, da ist doch noch was. Habe ich gar nicht gesehen. Vollautomatikflinte. Cool. 1 von 4. So, aber nicht noch ein Lager, oder? Ich bin jetzt voll gefährdet hier. Die können mir, wenn die mich sehen, dann habe ich jetzt schlechte Karten. Betreten der Wetterstation. So nicht. Keiner da? Okay. Und was finden wir hier? Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Jo, habe ich gesehen. Oh, guck mal, da ist sogar... Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur momentan. Meine wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Was, wenn wir das gar nicht wollen? Ups. Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Ist zu ruhig hier. Zu ruhig. Nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine.
Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen. Ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Und opferst ihn dabei, richtig? Also sie war schon bei Trinity dabei und hat ihn damit reingezogen? Sie, die ältere von beiden? Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Richtig. Etwas Großes. Richtig. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Richtig. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Lara, Gott, wie blöd bin ich denn? Sehr. Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Brauchst du schon. Ich hoffe inständig, dass du lebst und das hier hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Hättest du das mal schon eher gemacht? Where are we? Na, guck mal, die Karte. Wenn Sie hier predigen wollen, dann tun Sie es woanders. Jonah! Hilft aber mit Sicherheit rauszugucken. Da ist noch was für uns. Na, das ist die Leiter. Leiter? Gibt keine Leiter. Aber du zuerst. Das war wohl nix. Ich wollte dich leise töten. Wo muss ich jetzt hin? Oh, ich sollte vielleicht laufen. Ich glaube, es hätte was Gutes, wenn ich laufe. Ich werde zurück jetzt. Nein, oder? Doch, oder? Nein, ich bin näher. Ich muss näher sein. Ist da unten irgendwas für uns? Ich glaube nicht. Ich gucke einmal ganz kurz. Pfeile. 2 und 4.
Nützt mir nichts, aber wenigstens ein bisschen was. Und jede Menge Ratten. So, können wir den Typen wenigstens lautlos umbringen jetzt? Sorgt dafür, dass die Gefangenen zusammengetrieben werden und exekutiert sie. Wir werden sie nicht mitnehmen. Ja, nahmen wir. Du bleibst hier, ich möchte dich gerne... Nein! Fuck! Looten! Ich wollte dich looten, ich habe die falsche Taste gedrückt. Sorgt dafür, dass die Gefangenen zusammengetreten werden und exekutiert sie. Zusammengetreten? Ich verstehe jedes Mal zusammengetreten. Du fällst nicht nach unten? Danke. Ich glaube, ich habe da auch noch was gesehen für uns. Ja. Habe ich doch richtig gesehen. Warum? Lara? Bist du blöd? Jetzt hängen wir an so einer beschissenen Stelle, oder was? Sorg dafür, dass die Gefangenen zusammengetrieben werden und exekutiert sie. Ja, machen wir. Die Tasche existiert nicht mehr? Gut. Jetzt aber. Jetzt wird was. Wird's was. Hat doch bestimmt keiner mitgekriegt. Wo muss ich jetzt hin? Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Nicht. Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Ja, scheiße. Mädel, das ist bruchsicheres Glas. Jetzt hast du es. Leider viel zu spät. Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist wahr. Das haben wir nicht. Verriegelt die Tür. Und nun? Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir sind um wen? Erstmal campe ich einmal schön. Nicht stören, ja? Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst. Ignorier's. Es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten... War das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen.
Wir sehen ja seit 2 Jahren, was Angst und Position halten und bereit machen. Dummheit bewirkt. Verstanden. Sollte ich hochgehen? Ich kann gar nicht hochgehen. Ich dachte, hier sei eine Treppe. Ich hasse es, wenn sie alles selbst übernimmt. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Ziel erfasst. Sie ist hier! Ist was? Kann ich auch. Wo seid ihr? Ich hab das Falsche gedrückt. Das tut mir schrecklich leid. Ich guck nur, ob sie auf mich hier warten. Anscheinend ja nicht. Wer schießt denn da von der Seite? Ups. Ja, das sollte nicht passieren. Jetzt habe ich einen, wie heißt das so schön? So ein Subtrauma. Polytrauma. Heißt das Polytrauma? Nein, das heißt nicht Polytrauma. Wie heißt das denn nochmal, wenn man, eine Bombe neben sich oder was explodiert, oder ein Kracher, es reicht ja auch ein Silvesterkracher, neben sich explodieren gehört hat und seitdem nichts mehr hört. Wie heißt das denn nochmal? Es ist vorbei. Oh, fick dich doch. Mann! Hast du jetzt verdient, Arschloch. Laut den Schildern sollen hier freundliche Bauarbeiter sein. Sieht man ja. Wie freundlich die sind. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Ja, Ziel hat aber keinen Sichtkontakt zu euch. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Schieß doch einfach. Sie ist ganz weit weg, meine Freunde. Oh nein, schon wieder Wasserspielereien. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Nicht hier hinzeigen. Ach, ihr seid so doof. Abwarten. Lass sie zu dir kommen. Scheiße, sie ist weg. Ich geh mal nachsehen. Bin gleich zurück. Fuck! Mach, 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 mach! Wo ist das Wasser? Da, 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 da! Spring rein! Lara.
könnt nicht durch die Wand schießen. Jetzt hört aber auch mal auf. Ich wollte ihn eigentlich töten. War wohl nix. Ach, jetzt schieß! Verdammt! Sie sollte schießen, die blöde Kuh. Das Wasser? Ich weiß nicht, wie viele es sind. Und wenn ich sie alle nach und nach umlegen muss, ist es mir so egal. Zwei wieder erledigt, hoffe ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Noch einer? Wenn sie sagt, der letzte, dann kann es ja nur noch einer sein, oder? Was haben wir denn? Ich will jetzt nicht sterben. Ich will das nicht nochmal machen. Das war der letzte von ihnen.